Hallo liebe Smartphone-Fans da draußen, einen wunderschönen guten Abend und ein ganz kurzes Video über ein cooles Stück, was ich mir gegönnt habe. Ich lese ganz gern auf dem Smartphone, wenn ich unterwegs bin, zum Beispiel die Epoch Times oder sowas. Und da habe ich mir gedacht, oh, ich will nicht, dass mein teures Smartphone runterfällt, aber ich möchte auch nicht diesen komischen Mädelbumper da haben, den man so rausfahren kann und dann tut man so seine Finger da drum. Das wollte ich auch nicht. Deshalb habe ich ein bisschen länger auf Amazon gesucht, bis ich dann das hier gefunden habe. Der ein oder andere wird sich jetzt fragen, hä, das ist doch nur ein Sticker. Aber nein, das ist es nicht. Übrigens, die Hülle ist auch ganz cool, damit die Kamera nicht verkratzt. Seht ihr das? Könnt ihr so einfach zuklappen. Und zwar geht es jetzt aber um das hier. Das könnt ihr nämlich einfach ausfahren. Und zwar wie ihr wollt. Zum Beispiel so, so, so. Da gibt es mehrere Stufen. Der rastet dann hier nämlich auch ein, wie ihr nicht sehen könnt. Aber das Coole ist, wenn ich jetzt hier reingehe mit meinem Finger, kann ich mein Smartphone festhalten, dabei laufen und zum Beispiel Nachrichten beantworten, Videos schauen oder im besten Fall auch lesen und mich weiter fortbilden. Und dieses kleine kurze Video soll euch dabei helfen, vielleicht den richtigen, wie nennt man sowas, Fingerständer oder Fingerhalter für euer Smartphone zu finden. Denn ihr seht auch, das Smartphone kann jetzt auch so stehen bleiben, was ich ziemlich cool finde. Das heißt, wenn ihr ein Video schauen möchtet, es hält. Da wackelt nichts dran, das ist richtig cool. Umgekehrt würde das sogar auch noch gehen. Dann habt ihr nämlich einen anderen Winkel. Und ja, für den Preis kann man nicht meckern. Den Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und das handelt sich natürlich um nicht ein gesponsertes Produkt. Ich wollte es euch einfach nur zeigen, weil ich es ganz interessant finde. Und vielleicht interessiert es den einen oder anderen da draußen. Dankeschön, alles Liebe aus Frankfurt und bis ganz bald. Tschüssi. Oh, bevor ich es vergesse, eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Wenn ihr zum Beispiel zu Hause seid und ihr wollt mit eurer Freundin oder mit eurem Freund chatten, dann geht das natürlich auch. Einfach die Kamera aufstellen und zum Beispiel FaceTimen oder WhatsApp-Call, was ihr da auch immer nutzt, Telegram-Call. Ihr könnt jetzt natürlich auch einen Podcast machen mit euren Freunden. Und ja, besser geht's doch nicht, oder? Und das für unter 10 Euro jetzt auf dem super vollgefingerten Display. Aber hey, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald. Tschüssi.